Ein illustres Starterfeld, gespickt mit Speedassen aus dem Weltcup, kämpfte am 21. März auf der Schneekristallpiste am 12er Kogel in Hinterklemm im Super-G um die Staatsmeistertitel. Topfavorit war definitiv Vinzenz Kriechmeier, der nach 2 Siegen beim Weltcup-Finale in Ore vollgepumpt mit Selbstvertrauen ins Rennen gehen konnte. Vom Papier her die größten Herausforderer waren Routinier Hannes Reichelt sowie der Kärntner Max Franz, der das Rennen schließlich auch eröffnete. Die Speedasse konnten es auf der perfekt präparierten und pickelharten Piste richtig krachen lassen. Ein großes Kriterium waren vor allem die vielen Wellen, Übergänge und Sprünge, wo jeder Schwungansatz genau sitzen musste. Nach 61 Läufern war das Endergebnis schließlich amtlich und wenig überraschend durfte sich Vinzenz Kriechmeier über die Bestzeit und damit den österreichischen Meistertitel freuen. Nach den 2 Triumphen in Ore sein 3. Sieg in Serie. Unglaublich, also. Mir war sehr wichtig, dass ich bei der österreichischen Meisterschaft meine Leistung bringe. Ich wollte mich auf keinen Fall vor die Jungen herbrennen lassen. Ist mir geglückt und freut mich irrsinnig, freut mich für meine Kollegen. Und ja, es ist natürlich was Schönes, wenn so viele Oberösterreicher bei das sind. Die angesprochenen Kollegen aus Oberösterreich waren Maximilian Lahnsteiner und Daniel Hemmetsberger, die sich mit ganz starken Läufen die Ränge 2 und 3 sicherten. Ja, grundsätzlich sehr überraschend und hinter Vinzenz Zweiter werden ist natürlich auch super. Ich meine, gerade letzte Woche oder wieder 2 Weltcup-Rennen gewonnen, also das ist überhaupt kein Schande, wenn man hinten ein Zweiter wird. Ja, also mit dem Ergebnis von heute bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich weiß eben, wie gut, dass der Vinz im Moment drauf ist und für das bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Die Jungen haben an diesem Tag wirklich aufgezeigt, aber egal ob Youngster oder Routinier, beim Gedanken an eine Heim-WM im Jahr 2023 kommen alle ins Schwärmen. Die WM 2023, das war halt wirklich der Traum, weil der Berg, der ist super. Wir haben auch schon gesehen, bei der Weltcup-Abfahrt, die schon mal da war, wie lässig das da dann die Abfahrt ist da oben. Wenn die Ideen auch verwirklicht würden mit der Flutlicht-Abfahrtspiste, dann würde das einmalig sein. Ich kenne wenige Skigebiete, die so viel für den Leistungssport, für Skisport machen wie den Solbach. Und ja, wenn es wer verdient hätte, dann waren das die. Und das würde mich jetzt nicht freuen, wenn wir daheim wieder eine WM hätten. Die Marschroute der Klemmtaler WM-Bewerbung stimmt auf alle Fälle. Das hat dieses Rennen wieder eindrucksvoll gezeigt. Der Weg stimmt sicher. Also ich glaube, wir haben ein super Team, was da dahinter steht. Ja, wir gehen schon optimistisch nach Griechenland. Man weiß es nie, aber wir irgendwo hoffen wir, dass wir vielleicht doch im Mai das Kandidat streichen können.